Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Show Minecraft. Und zwar zeige ich heute etwas sehr Spannendes, wie ihr vielleicht schon im Videotitel gesehen habt, mein Baumhaus. Ja, ist natürlich kein echtes Baumhaus, ist natürlich nur in Minecraft, wie ihr euch sicherlich denken könnt, aber das muss man immer dazu sagen. Wenn ich eins hätte, ein richtiges, dann würde ich es euch auch zeigen. So, als kleines Special habe ich heute im Hintergrund mal Musik laufen. Und zwar habe ich eine olle Bravo ausgekramt. Also CD, ne? Nicht das Heft, nicht, dass ihr schon wieder Falsches von mir denkt. Ich meine, wer kommt auf den Namen Dr. Sommer? Ist ja auch egal. Gut, und dann lasse ich das gleich mal so ein bisschen laufen. Es ist wunderschöne Musik. Ich habe hier übrigens gerade noch jemanden, der nebenbei auch zuhört. Aber es ist ja belanglos. Gut. Nicht, dass ihr euch wundert, wenn ich etwas komisch klinge, nur weil ich dann etwas, keine Ahnung, zaghaft bin in der Wortwahl. Ist gar nicht so einfach, wenn man vor Publikum spricht. Oh, gut, also. Wir sind jetzt oben im Baumhaus. Hier befinden wir uns zum Eingangsbereich und sehen, Huhn geht da weg. Eier und Hühnerfleisch. Und zwar kommt das von meiner Hühnerfarm. Die werde ich gleich nochmal kurz ein bisschen näher vorstellen. Ich weiß nicht, inwiefern man die schon in den anderen Folgen gesehen hat. Aber dazu später mehr. Jetzt haben wir erstmal hier meine Öfen. So, das sind 10 Stück, glaube ich. Und hier habe ich schon ein bisschen Fleisch gebrannt. Nom nom. Hähnchen? Nein, Hühnchen. Ist auch egal. Und hier daneben gibt es direkt einen Kohlespender. Voll mit Kohle. Ja, ich habe richtig viel Kohle. Dafür halt nicht so viel Geld, ne? Macht nichts. Kohle hält warm, Geld. Ja, auch. So, gehen wir erstmal hier den Baum hoch. Nur um es kurz zu zeigen, hier unten standen vorher Kisten, bis vor kurzem. Ich habe aber mein Lager neu aufgerichtet, eingerichtet. Hier standen vorher Kisten mit Cobblestone und Erde. Und die sind jetzt weg, zeige ich euch auch nachher noch. Kommt noch alles, ruhig Blut. So, wir sind jetzt erstmal hier oben bei meinem Feld. Das war das erste Feld, was ich auf der Karte gebaut habe. Und ich dachte mir, hey, cool, es gibt jetzt Dschungelbiome. Da habe ich nämlich erst angefangen, die Karte zu machen. Das war der Hauptgrund, warum ich eine neue Karte gestartet habe, um die Dschungelbiome zu sehen. Und da habe ich gleich hier oben reingebaut und mein Feld natürlich auch hier oben hingemacht. Das war damals die maximale Bauhöhe. Höher ging das nicht, zumindest nicht viel höher. Aber naja, seitdem das neue Format dann eingefügt wurde, neue Kartenformat Anvil, kann man ja höher bauen und dann ist der Rest hier noch entstanden. Hier sieht man schön meine Hühnerfarm. Wer jetzt denkt, das hat Ähnlichkeit mit Gronks Hühnerfarm, der hat völlig recht. Nur um das mal zu erwähnt zu haben. Nicht, dass es gleich geht, oh, du hast es aber von Gronk geklaut. Eigentlich nicht, ich habe es nur nachgebaut. Klauen wäre, wenn ich es von seiner Karte genommen hätte. Gut. So, gehen wir weiter. Hier gibt es eine Kiste mit nichts außer Satteln. Und man kann die leider immer noch nicht stacken. Naja, macht nichts. Hier in der Kiste ist nichts drin, außer ein Bett. Hier ist auch noch nichts. Hier kommt wahrscheinlich noch was angeschlossen. Mal schauen, je nachdem, wie ich Lust und Zeit habe. Und dann geht es weiter. Zum Lager. Ach ja, wie gesagt, die Eier, ne, die kommen dann aus der Hühnerfarm da oben raus. Plumpsen alle durch so einen Gang lang und kommen hier unten rein. Dann kann ich die immer schön in die Kiste legen. Wunderbar. So, jetzt zeige ich euch mir erstmal, es wird nämlich gleich Nacht, mein Bettchen. Aber es ist kein Einzelbett, wie ihr jetzt vielleicht denkt, es ist ein Doppelbett. Und da stehen sogar Namen dran. Ja. Namen. Das ist meins. Und das ist das zweite Bett. Aber da lege ich mich nicht rein, ich lege mich nur in das rein. Leider ist die Sonne noch nicht tief genug. Schade. Müssen wir noch ein bisschen warten. Macht ja nichts. Ah, schön. Das ist übrigens mein Lager. Wie ihr seht, befinden sich hier nur Kisten, keine Menschen. Nicht, dass ihr jetzt schon wieder denkt, oh, was ist denn das für ein Nazi? Nee, nee, keine Angst. Und jetzt ist natürlich soweit, dass Nacht wird. Sehr klug. Ihr müsst mir übrigens sagen, wie das mit Texture Pack ist, ob ich es während der Aufnahme drin lassen soll oder bei Standard reinmachen soll, damit man es besser sieht, je nachdem. Beim Rendern, wenn es nämlich dunkel wird, dann kann man nicht mehr sonderlich viel bei Misa erkennen, weil das sehr sanft für die Augen ist. Es hat sehr schöne Übergänge farblich gesehen. Nur leider verschwimmt das dann ziemlich stark beim Rendern. Ist ein bisschen doof. Wie gesagt, sagt Bescheid. Lieber das oder Standard. Ich bin da offen für alle neuen Dinge, ne? So, jetzt zum Lager. Das ist der erste Raum. Wie wir sehen, gibt es hier eine ganze Menge. Das, was man halt am häufigsten braucht. Baumaterialien, Werkzeuge, Waffen, bisschen Glas, Blätter, Steine. Feuerstein, kann ich mal zeigen. Redstone, ich bin immer fleißig am Sammeln. Kohle, ja, und
Diamanten habe ich auch schon ein paar. Ich sammle die Dinger und verbrauche die gar nicht. Fällt mir so auf. Und meine Kiste für Metalle. Haben wir Eisen und Gold drin. Und wie ihr gleich sehen werdet, hebe ich alles auf, was ich in Höhlen finde. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Stacks Eisenbarren. Das ist doch mal nicht übel. Also ich mache das gerne, dass ich immer Vorrat habe und gar nicht erst los muss und dann auf Bedrängen suchen muss. Oh, wo ist denn da was? Wo ist denn da was? Ich mache es lieber so, dass ich immer genug im Vorrat habe. So, wir kommen jetzt auf die zweite Ebene. Hier finden wir eher Monstermaterialien bzw. Tiermaterialien. Hier Spinnenaugen und sowas und Schwarzpulver, Zeugs aus dem Nether, das zählt natürlich nicht so dazu. Fäden habe ich eine ganze Menge durch meine Spinnenfarm. Federn auch, weil ich viele Hühner habe. Hier Nahrung, kann das mal rein. Das Fleisch, zubereitete Nahrung, also für den kleinen Hunger ist immer Fleisch da. Pfeile, nicht sehr viele, Knochen und all sowas. Was mir leider noch fehlt, sind Schleimbälle, da brauche ich unbedingt welche für Klebekolben, alias Sticky Pistons. Naja, gut, Ebene 3. Hier finden wir alles, was mit Blumen zu tun hat und Pflanzen. Hier haben wir Zuckerrohr, hier haben wir Samenbänke, also ne, Samenbank, also Samenkiste meine ich. Hier haben wir Weizensamen drin und Kürbiskerne und Kakaobohnen. Hier haben wir nochmal Weizen ordentlich drin. Setzlinge haben wir und Melonen, ganz viel. Ja, ich mag Melonen, die schmecken lecker. Kürbisse und Blumen und Kakteen bzw. Kaktin, das, ja, Insider. Gut, dann, das hier ist neu, wie ihr seht, beziehungsweise ihr seht es nicht, ich weiß es nur, es ist von gestern. Hier befinden sich Erde und Kies und Sand und Cobblestone. Nicht sehr spannend, aber muss ja auch mal sein. Und meine kleine Kakaobohnenfarm. Also, das war eigentlich schon das größte von meinem, der größte Teil von meinem Baumhaus. So viel gibt's gar nicht, ich muss nur überlegen, was ich vielleicht noch anbauen werde. Ist ja noch eine Menge Platz hier oben. Ist nämlich hier so ein kleiner Berg, wo das alles drauf ist, die ganzen Bäume. Und da muss ich mal schauen, was ich noch anbinde. Hier wird wahrscheinlich noch was kommen, nehme ich an, darüber so, dass sich das so rumschlängelt und hier nicht mehr, aber vielleicht noch nach da vorne irgendwie. Mal schauen. So, nochmal kurz die Eier abholen. Ihr seht, da sind richtig viele Eier, die hier rauskommen. Im Akkord. Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, das sind unterbezahlte Hühner, die hier 10 Eier am Tag legen. So bin ich natürlich nicht. Ich bin ein fairer Hühnerhalter. 9 Eier am Tag reichen auch. Pro Huhn, versteht sich. Und ja, wie ihr hört, die Musik im Hintergrund wirklich herrlich. Herrlich. Schon etwas älter, aber immer noch cool. Gut. Was gibt es sonst noch Spannendes hier? Ich kann ja nochmal ganz kurz nach unten gehen, mein Baumhaus rein. Na gut, es zählt nicht mehr direkt zum Baumhaus, wenn wir ehrlich sein wollen. Aber so ein bisschen auch. Es gehört ja auch zu meinem Heimatbaum quasi. Lass uns nochmal runterfallen hier. Nochmal in den Eingangsbereich hier unten rein, wo wir sehen, dass wir in alle Himmelsrichtungen raus können. Beziehungsweise in die Zwischenrichtung. Ich weiß ja nicht, das ist ja Nord, Ost, Südwest oder so. Und das ist Nordost, Südwest, Südost und Nordwest. Keine Ahnung. ja. Und hier an jedem Ausgang finden wir was anderes. Hier zum Beispiel finden wir einen schönen See. Habe ich gerne Zuckerrohr angebaut. Falsche Richtung. Das war nicht. Der war genau da, diagonal gegenüber. Ich weiß es nicht. Nee. Warte, wo war denn der? Der war, nee, der war da, genau. Oder? Ey, das gibt's doch nicht. Schon wieder der falsche Ausgang. Okay, hier geht's zu einem Schneebiom. Da schwimmt ein rosaner Tintenfisch. An der Oberfläche. Mein Gott. So. Ich hoffe mal, dass ich jetzt den richtigen Ausgang finde, ey. Es sind nur 4 und ich habe schon 2-mal den falschen genommen. Wahnsinn, oder? Das ist er. Genau. Hier haben wir einen schönen Teich, wie wir sehen. Kann man schön Zuckerrohr anbauen und sowas. Habe ich auch schon gemacht, als meine Farm noch nicht da war, die ich in der letzten Folge gezeigt habe. Ja, ich meine, ne, schöner See im Wald, beziehungsweise schöner Teich im Dschungel, wenn wir es genau nehmen wollen. Und dann hat man hier eben schönen Eingang. Oh, Creeper! Fuck! Was macht der Creeper hier? Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Mein Gott. Und hier haben wir natürlich noch den Fußweg zur Farm. Können wir uns das Baumhaus nochmal aus der Entfernung anschauen kurz. Das wird hier alles noch aufbereitet. Das sieht noch ein bisschen hässlich aus. Das kommt alles noch. Ich mach mal hier das nächste Lied drauf. Einfach nur, weil es cool ist. Und weil ich das unbedingt noch mit reinhaben wollte. So. Da
oben sehen wir das Baumhaus. Hier den Weg. Hier habe ich Terraforming Extreme gemacht. Den ganzen Berg abgetragen. Das war ganz schön heftig. Das war hier so ein riesen fetter Berg. Habe ich ewig gebraucht. Bestimmt eine Stunde. Ja. Und von hier sieht man nochmal das Ganze aus der Entfernung, das Baumhaus. Ich mache nochmal einen anderen Game-Mode rein. Und dann fliegen wir mal hin. Dass man es mal von außen sieht. Ich habe nämlich alles so verkleidet, dass es gar nicht schlimm auffällt von unten. Das sehen wir am besten bei der Hühnerfarm. Also die ist von allen Seiten bis auf vorne komplett mit Blättern verdeckt, außer das hier. Ja, das muss ich nochmal irgendwann machen, da komme ich aber so nicht dran im Normalen. So, hier können wir uns dann im Detail anschauen, wie das Wasser hier runterfließt von den Hühnern. Ich fliege hier mal rein. So, die plumpsen also alle hier runter, die Eier fallen dann hier in den Schacht rein. Fließen dann hier außen durch, da sehen wir das Wasser. Und dann gehen die hier runter und fließen alle da lang und wow, etwas zu schnell. Und dann kommen die da unten raus, wo wir eben waren. Also alles schön geregelt. Und dann zeige ich euch nochmal ganz kurz den Kohleautomaten, beziehungsweise den Kohlespender. Ist auch sehr simpel gebaut. So, rupft man das mal weg hier außen, die Fassade. Dann können wir uns das Ding nämlich anschauen. Wir brauchen dazu wirklich lediglich einen Spender, drei Redstone-Fackeln, zweimal Redstone und einen Repeater. Mehr ist es nicht, ganz einfach. Wenn ihr das Ding anschauen wollt, dann guckt einfach mal bei mir auf dem Kanal unter andere Kanäle. Bei Thymos, und da findet ihr ja das Ding auch. Der hat ein Tutorial dazu gemacht. Ich mache ja dazu nicht so viele Tutorials zu Minecraft speziell, sondern eher so zu anderen Sachen. Na gut, eigentlich schon. Ich muss hier ein bisschen Blödsinn erzählen, damit ihr auch zuhört. Nicht meine lieben Kinder. Ich muss euch ja auch was beibringen. Ich habe ja eine Vorbildfunktion. Ja, eine Vorbildfunktion. Glaubt er wohl selber nicht. Okay, gut. So, schnell noch die Federn hier in die Kiste. Das ist der Vorteil, wenn man alles so schön beschriftet hat. Man weiß genau, wo was hingehört. Man kann es sich auch genau raussuchen und muss nicht ewig suchen. Eben noch schnell den Game-Mode wieder auf normal gestellt. Und dann reicht das auch für das Let's Show. War nicht so lang, aber man hat alles sehen können, hoffe ich mal. Wie gesagt, diese Frage mit dem Texture-Pack, sagt mir Bescheid, was besser ist. Standard oder das hier. Aber ich denke mir immer, so spiele ich auch und so möchte ich es euch auch zeigen, wie es bei mir aussieht. Ja, nicht. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, sagt Bescheid. Ich zeige euch gerne was. Und DayZ wird auch bald wiederkommen. Werde ich bald wieder aufnehmen. Ich kann allerdings nur so eine, zwei Folgen pro Woche maximal aufnehmen. Weil ich das ja immer mit Thymos zusammen aufnehme und wir müssen immer unterschiedlich arbeiten. Der hat zum Beispiel diese Woche Spätschicht und ich, naja, arbeite tagsüber. Und da ist das immer so ein bisschen, also ich bin nachmittags zu Hause und er halt vormittags. Das ist immer so ein bisschen kompliziert. Mal schauen, wie wir es hinkriegen. Und bis zum nächsten Mal.